So, das Tuch an sich setzt man so auf. Dann gibt es dazu einen Schal entweder, was man sich leicht drüber geben kann. Dazu passend. Zu dem Tuch. Oder man bindet das zu dem Tuch dazu. Kann man hinten einfädeln. Entweder einen Knoten, eine Masche, je nachdem, was man möchte. Jetzt in dem Fall einen Knoten nach vorne gelegt. Oder eben hinten gelassen, beziehungsweise eine Masche. Hinten kann man auch machen. Genau, dass wir ein bisschen Luft haben. Genau. So, und dann gibt es noch ein Turbantuch. Vorne wieder angesetzt. Und dann oben drüber. So. Und dann so. Entweder so. Einmal drehen bitte. Also jetzt, genau, es schaut jetzt aus, wie wenn man einfach Haare versteckt hat. Auch wenn man keine Haare hat, dann sieht es einfach durch den Hinterkopf so aus, wie wenn man einen Zopf hat. Da drin. Genau. Oder man kann es auch lange wieder lassen und nach vorne hängen lassen, wenn man das nicht so herumwinden möchte. Kann man es auch einfach so. Und so vorne hängen lassen.